Okay, die Wecker werden auch nicht besser. Und, bist du ausgeruht? Tja, wird auch Zeit. Also versuch, auf dieses Schleppschiff zu kommen. Wir geben dir Deckung. Lass uns den Plan noch einmal durchgehen. Sobald sich das Schleppschiff in unseren Händen befindet, gehen Sam, Idiot und ich zurück zu Aurora, während Artyom, Duke und Crest das Boot zur Brücke bringen. Viel Glück. Okay, ich gehe nochmal runter, ne? Ich bin hier! Soll ich mir nachts dich aufsetzen? Du willst hier runter, ja? Hör schon. Ich darf hier die Maske aufsetzen. Zeugs einsammeln. Sieh mal, da könntest du an Bord klettern. Ich lenk sie ab und du gehst an Bord. Okay. Versteck dich hier und warte, bis sie vorbei sind. Ja, lenk sie mal ab. Hey, was war das? Das müssen wir überprüfen. Was soll das? Hast du denn nicht schon genug zu tun? Tja, auch wenn es mir nicht gefällt. Das müssen wir überprüfen. Ja, dann guck mal. Gut, lass uns das machen. Ich räche dich, falls du gefressen wirst. Ja, sicher. Schieß aber nicht auf meinen Arsch, du Racheengel. Wie ich hier gerade ein Licht anzeige? Allein schon hierher zu kommen war ein Fehler. Patrouillieren in dieser Gegend ganz. Achtung, rechts von dir! Rechts? Langweiliger geht's wohl kaum. Naja, wenigstens schießt niemand auf mich. Hier ist rechts nichts. Fahren wir denn dieses Mal nach Nischni? Nein, wir drehen ungefähr 20 Kilometer vorher um. Verdammte Arschlöcher! Meinst du den Außenposten? Genau. Als wir zuletzt da waren, haben diese sogenannten wachsamen Hüter aus unserer Brücke ein Sieb gemacht. Zum Glück war alles in Ordnung, als wir die Waren ausluden. Aber als es ans Bezahlen ging... Zwischen der Ladung sind schmale Lücken, quetscht dich da durch. Recht hast du. Sie könnten jetzt sogar eine Kiste Munition für ein Stück Brot anbieten. Und es wäre mir egal. Eher würde ich nach Baku gehen als dorthin. Angeblich ist das Spiel da auch schon vorbei. Kein Nichts Spaß mehr. Niemand weiß es genau. Alle lügen sich nur den Arsch ab. Aber von Nischni wissen wir jetzt definitiv, was los ist. Siehst du diese Narbe? Ja, wer weiß. Scheiße. Das klingt nicht nach tollen Karriereaussichten. Da sind Köder drin, kein Tabak. Was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Dir fällt doch nichts an. Dieses Monster hat wohl alle Fische aufgefressen. Oh, niemand kann wohl einen Schnaps zu viel gestern. Wie auch immer, hau ab und hör auf mit deinem Unfug, die Fische zu vergrauen. Es wird höchste Zeit, dass einer anbeißt. Also gut. Gut, dass du mich voll gesehen hast, eigentlich. Hey, nicht? Wer ist da? Naja, soll mir recht sein. Aufhören, die Fische zu vergrauen. Er kommt geradewegs auf dich zu, versteck dich. Warum stehen wir hier überhaupt rum? Gibt es hier irgendetwas Bewachenswertes? Ich weiß es nicht. Die Gegend ist einfach Mist. Da ist nichts. Soll mir recht sein.
Okay. Ich muss hier aber nicht alle jetzt K.O. machen, ja? Einmal durchquetschen. Okay, ich bin gleich vorne. Ich schleiche einfach hier mal links. Meine Waffe wieder. Jo. Hey. Nicht schießen! Nicht schießen! Ich kann bezahlen! Die Waren! Nehmt sie euch! Ihr könnt die Waren haben! Ruhig bleiben! Wir sind's! Wir brauchen deine Ware nicht! Dein Schleppschiff hingegen! Du kannst es dir an der Brücke abholen, falls du schön mitspielst! Hast du mich verstanden? Okay. Ja, natürlich! Befiehl deinen Leuten, sich zu ergeben! Dann wird niemand verletzt! Sofort! Hey! Zuhören, Leute! Hier spricht der Captain! Nicht mehr schießen und sofort ergeben! Du hast das Richtige. Ich hab noch nicht mal geschossen. Schön zur Abwechslung mal mit einem intelligenten Typen zu sprechen. Und jetzt los! Soll ich die Maske noch auf? Gute Arbeit, Artyom. Und liegt hier Stroh rum? Artyom, unseren Leuten geht es allen gut. Das hast du gut gemacht. Ich bin durchgeschlichen und dann waren wir hier drin. Hey. Geht's euch? Hat die ganze Zeit drauf. Zu spät, falls recht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Viel Glück, Leute. Mögen Wind und Wasser euch gnädig sein. Und Artyom, gib gut Acht. Ja, das können wir gebrauchen. Günstige Winde. Ja, bitte. Hurra! Alle an ihre Station und lichtet den Anker. Genau, lichtet den Anker und wir fahren die halbe Strecke dorthin und warten dann bis 4 Uhr im Schiff. Kann ich irgendwie nach vorne? Okay, gut. Wir fahren jetzt bis 4 Uhr dahin und dann legen wir an und irgendwie sprechen die alle nicht so russisch, wie ich das gerne gehabt hätte. Artyom, Duke, wir sind jetzt fast da. Okay, ja. Da, seht ihr das Feuer ganz oben? Ja. Das ist der Kontrollposten. War es zumindest mal. Jetzt ist es ein Schrein. Näher an Gott, versteht ihr? Ja, Sophie. Kämpfen wir jetzt echt hier hin. Ich lenke jetzt die Wachen ab. Kämpfen wir jetzt gegen diese komischen Antitechnologie-Leute, oder? Haben wir gegen die schon mal gekämpft? Die haben gegen uns gekämpft. Hey, du da an Land! Fang die Leine! Bereit! Es sind Fanatiker, okay. Matrose, was machst du da mit deinem Kahn? Was willst du jetzt verkaufen? Du bist so lustig! Blöd, Mann. Hast du eine Plane, lustiger Mann? Und Artyom, sollen wir los? An der Biegung haben wer wir zuerst da ist, hat gewonnen. Das hat Hals und Beinbruch. Mussten den Kahn okay, wohin denn? Heilige Scheiße, was macht ihr denn? Ja, ich muss nichts drücken, das ist schön. Ja, ich bin bereit. Weil sie eingetroffen sind, genau wie Vater Silantius es vorhergesagt hat. Wer ist eingetroffen?
Satans Sklaven! Hast wohl die Morgenpredigt verpasst, hm? Nein, habe ich nicht. Eines Tages wirst du dafür losgeschickt, um Dämonen zu bekämpfen. Oh, aber es war doch noch okay. So früh. Sag mir einfach, was er erzählt hat. Also gut. Schön die Lichter ausmachen hier. Während der Predigt kam tatsächlich ein Ketzer. Unsere Leute eilten dorthin, um den Heiligen Vater zu retten. Aber der Ketzer legte fast alle um. Er sagte aber wohl, dass nichts passiert, wenn sie sich ergeben. Er brachte aber die einfachen Leute um, die in ihrem ganzen Leben noch keine Waffe angefasst hatten. Er fand sie alle. Er ist ein Tier, ein Tier, kein Mensch. Ganz zu schweigen davon, dass diese Katja und ihre Hexenbrut in dem Durcheinander entkamen. Ein paar Leute haben sie später angeblich bei den Ketzern gesehen. Hier kann ich durch. Muss ich doch nicht das Schloss aufschließen. Wer weiß, es sind Ketzer. Okay, Fisch, sie verschlingen. Ja, ja. Weißt du, Simon ist zurück. Zurück? Aber er und Kyrill haben doch geschworen, die Dämonen auszulöschen. Danach kommt man nicht einfach so zurück. Frag die anderen. Sie wurden von Heiden gefangen, aber ein Ketzer, einer von den Neuen, hat sie befreit. Der alte Simon hat nur kalte Füße gekriegt, das ist alles. Die ganzen Geschichten, dass man nicht gehen soll. Nein, hat er nicht. Er kam zurück, machte an der Kirche ein großes Gewese und bekam auch noch seinen Willen. Jetzt sollen wir für diesen Ketzer beten, anstatt für Simon. Verstehst du das? Hier unten gab es auch viel Fische. Gott, würde das allerdings gefallen. Und dann? Dann bekreuzigte er sich, küßte den Altar und ging zurück. Ich hab nachgedacht. Zu den Dämonen. Was wollen diese Ketzer hier? Was ist mit dir? Sie wollen einfach auf die andere Seite. Das ist übernehmen. Vater Silantius. Und was ist auf der anderen Seite so toll? Es sind nicht alle aus demselben Holz geschnitzt. Okay, da komme ich nicht vorbei. Da macht ihr nicht so viele Sorgen. Kann ich aber nicht. Wie kommt das? Gott behüte seine Seele. Und er zog nicht einmal los, um einen Dämon zu bekämpfen. Nicht, Junge. Du bist dämlich. Du weißt schon. Okay, interessante Gespräche hier. Ist ja gar nicht was Schlimmeres. Ist es da, wo es ist schon ein Monat her, dass jemand vom Haus des Fisches zurückgekehrt ist? Was bringt es dir, das zu erklären? Von der Dämonenjagd kommen die Leute nicht gerade auf. Die Ketzer vielleicht schon hier sind. Nun, wie wäre es, wenn ich mitkomme? Wo? Gemeinsam packen wir das. Überall. Sieh dich um, deine Augen sind noch jung. Und hoch, wenn du etwas siehst. Ich hätte es wissen müssen, als ich dich ausschimpfte. Ich hätte sie direkt erledigen sollen. Mal ehrlich, warum ist das denn? So gut. Wem gefällt es da? Hast du gerade gebrannt? Ich bin es so leid. Ich wünschte, ich könnte nach Hause ziehen. Gegen diese Dämonen möchte ich ganz sicher nicht kämpfen. Allmächtiger und gerechter Gott, behüte uns vor der Berührung des Bösen und dem Odem des Bösen. Und halte unsere Seele. Oh, ich habe einen Fahrstuhl. Arthur! Ich bin fast am Ziel. Hast du dich da unten verlaufen? Ja, ein bisschen, aber nur einmal. Und aus dem Himmel regnete es Raketen. Und die Erde verbrannte zu Asche. Und das Meer kochte. Und Menschen verwandelten sich in Schatten. Doch unser Kloster überlebte. Denn hier leben die Gläubigen. Und es war der Herr in all seiner Gnade und seinem Wissen, der einen von ihnen auserwählte, einen des Namens Silantius. Und so sprach der Herr, ich werde bei euch sein und euch Schutz bieten, solange ihr euch treu hingebt und satanische Technologie ablehnt. Und darüber hinaus lehnt ihr Satans Täuschung ab, die da bezeichnet wird als elektrische Spannung. Das verfluchte Geschenk, das der Feind den Narren gab, auf das sie sich über jeden Fehl und Tadel erheben
über Gott erheben und mächtiger sind als er. Okay, ich muss hier kurz vorbei. Amen, meine Kinder! Denn die elektrische Spannung ist Satans Versuchung und sein Gift. Nur jene, die Elektrizität ablehnen, werden in Gottes Reich aufgenommen. Nur jene, die sich von seiner Verderbtheit nicht beeinflussen lassen, werden vom Zarfisch durchgelassen. Gelobt sei der Fisch! Ja, gelobt sei der Fisch. Und also lasst uns die Ketzer vor unserer Tür nicht fürchten. Alle drumherum. Unser Kloster anzugreifen wagen. Selbst vor ihrem stählernen Ross, das nach Maschinenöl stinkt und sein ketzerisches Licht auf uns ein, werden wir nicht wanken. Stellen wir uns gegen sie, denn dies ist unsere Stunde des Ruhms. Amen. Amen. Lasst uns also die Diener des Feindes ohne Erbarmen erschlagen. Denn wir erfüllen den Willen des Herrn und dies sind seine Vergeltung. Okay, ich wollte es eigentlich ruhig machen, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Wenn du draußen bist, solltest du immer in den Himmel beobachten. Die fliegenden Dämonen rechtzeitig sehen. Wenn du nicht aufpasst, verstecken sie sich in ihr Nest. Okay, ich versuche es vielleicht doch nochmal leise. Hier ist im Kampf nicht Granaten zu benutzen. Werden wir nicht wanken. Stellen wir uns gegen sie. Denn dies ist unsere Stunde des Ruhms. Amen. Amen. Lasst uns also die Diener des Feindes ohne Erbarmen erschlagen, denn wir erfüllen den Gesetz. Okay, es hat nicht ganz so leise geklappt, wie ich wollte. Okay, irgendwo muss ich da noch einen anderen Weg finden. Mal ich jetzt gerade nicht genau weiß, wo ich eigentlich hänge. Doch, ich bin an ihm hinter ihm vorbei und dann. Werden wir nicht wanken? Stellen wir uns gegen sie, denn dies ist unsere Stunde des Ruhms. Amen! Amen! Nicht hier hochklettern. Lasst uns also die Diener des Feindes erheben. Das war's. Ja, schieß mich, komm. Ich kann mir hier nicht raus. Ich habe ihn im Visier. Ich komm hier nicht raus. Würdest du mal schießen, bitte? Oder ich mach so schnell das Laden. Okay, irgendwie muss ich hier wieder weg, ohne dass ich entdeckt werde. Und gucken, ob ich das andere Schloss aufgeschossen kriege oder irgendwie anders. Werden wir nicht wanken? Stellen wir uns gegen sie, denn dies ist unsere Stunde des Ruhms. Amen! Amen! Lasst uns also die Diener des Feindes ohne Erbarmen erschlagen, denn wir erfüllen den Willen des Herrn und dies sind seine Vergeltung und seine Bestrafung für ihre Sünden, die unsere Feinde spüren werden. Und alle, die vor unseren Toren stehen, werden wie der Staub im Winde zerstreut.
Sein Wille geschehe! Okay, das passt sogar. Sein Wille geschehe! Schon wieder eine Einbildung. Denn er wird ihren Körper und ihre Seele verschlingen. Denn von Schießpulver kann man sich reinigen. Aber die Elektrizität ist das ewige Brandzeichen der Sünder. Also lasst uns jetzt den Zarfisch rufen. Komm, o Zarfisch! Und darüber hinaus, dreh dich nicht um. Die da bezeichnet wird als elektrische Spannung. Das verfluchte Geschenk, das der Feind den Narren gab, auf das sie sich über jeden Fehl und Tadel erheben, über Gott erheben und mächtiger sind als er. Eine schwebende Axt. Amen, meine Kinder! Ich freue mich schon darauf, wenn der die Schnauze klappe hält. Spannung ist Satans Versuchung und sein Gift. Nur jene, die Elektrizität ablehnen, werden in Gottes Reich aufgenommen. Nur jene, die sich von seiner Verderbtheit nicht beeinflussen lassen, werden vom Zarfisch durchgelassen. Also lasst uns die Ketzer vor unserer Tür nicht fürchten. Jene, die unser Kloster anzugreifen wagen, selbst vor ihrem stählernen Ross, das nach Maschinenöl stinkt und sein ketzerisches Licht auf uns scheint, werden wir nicht. Wir werden niemals am Zarfisch. Nun habt ihr mich also, ihr verdammten Ketzer. Erst Katja und jetzt ich. Verdammt, bist du schnell, Artyom. Sieh mal, alter Mann, wir sind nur auf der Durchreise. Lass uns friedlich durch, dann wird niemand erschossen. Oder dieser Ort kann sich verabschieden. Und Katja, um die brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Verstanden? Weil ihr Katja betrogen habt, müsst ihr den Herrn um Vergebung bitten. Aber für den Mord an meinen Kindern, den Kindern Gottes, werdet ihr bis zum Ende eurer Tage in der Hölle schmoren. Langsam die Hölle ist. Schlagt Alarm! Ketzer! Richtet sie! Dieser Mistkerl! Artyom, hau ab! Ich übernehme jetzt! Okay, ich hau ab. Aber wohin? Immer diese aufopferungsbereiten Artyom, Kollegen. Artyom, spring! Spring! Komm mit! Okay, dann machst du da aber gemütlich. Ja, und schwupps, sind wir die Brücke und ich habe das irgendwie anders erwartet. Shit. Ich habe irgendwie erwartet, dass da andere Leute sind und dass wir mit ihnen reden könnten, aber die Verrückten da, das ist ja Frühling. Wir haben die Wolga hinter uns gelassen. Vor uns erstrecken sich jetzt die endlosen Weiten Russlands. Leider ist es Duke nicht beschieden, sie zu sehen. Bin ich an seinen Tod schuld? Ja. An allem, was an der Brücke geschehen ist? Wir haben ja keinen getötet. Wir leben in einer grausamen Welt und es ist nicht unsere Aufgabe, das zu ändern. Wir wollten nur durchreisen und es ist nicht meine Schuld, dass sie nach Blut schrien. Ihr Eifer erinnerte mich an die Metro, wo die Menschen unter einer Lüge leben, dass die Welt tot sei und man nirgends mehr hin könne. Jeder, der das in Frage stellt, wird mit einer anderen Lüge abgefüttert. Der Krieg tobt noch. Hier ist Elektrizität eine Sünde. Ist doch alles ein und dasselbe. Und hier sind wir anscheinend in Besna. Ja, weiter geht's. Mal gucken, was hier so abgeht. 1086 Meilen, Kilometer von zu Hause. Artyom. Artyom. Ei. Hier sieht's so hübsch aus.
Dich der schon auf? Ja, hi. Nacht. Moin. Artyom, der Oberst will dich im Führerstand sehen. Wir sehen uns später. Später. Warum bei Ende? Es tut mir so leid wegen Duke. Er war doch noch ein Junge. Er hat mich ständig gefragt, wie er ein bestimmtes Mädchen auf sich aufmerksam machen könnte, was er ihr sagen sollte. Konnte es nicht erwarten, zu ihr zurückzukehren. Ganz stolz, voller Narben und Medaillen. Ja. Der arme Duke. Könnt mich hier hinsetzen. Mal gucken, was passiert. Mach das Licht wieder an. Guck mal ins Buch. Tagebuch. Team. Neue Welt. Lebewesen. Ausrüstung. Waffen. Und zurück. Und aufstehen. Und nochmal den Schrank angucken. Onkel Artyom, Onkel Artyom. Hey. Onkel Tuckerer hat schon seine Werkstatt eingerichtet. Cool. Willst du mal gucken? Die ist so cool. Ja, ich sehe schon. Hier, Onkel Artyom. Ah, hi Artyom. Wie gefällt es dir? Gereicht den höchsten Ansprüchen? Glaube ich ja. Was hältst du von dieser Werkbank? Hm? Alles in Griffweite und trotzdem noch so viel Platz. Das meiste von dem, was ihr draußen gefunden habt, ist in diese Werkstatt eingeflossen. Also vielen Dank dafür. Das müssen wir auch weiterhin so machen. Offenbar haben wir eine lange Reise vor uns und Nützliches wie Munition und Ausrüstung wächst nicht auf Bäumen. Und je weiter wir uns von Moskau entfernen, desto schwieriger wird es vermutlich, die Sachen zu besorgen. Also denk immer dran, alle Materialien einzusammeln, die du finden kannst. Es gibt so viel zu tun. Ich weiß noch nicht, wo ich an den Anzügen arbeiten werde, aber das wird sich bald zeigen. Es wird höchste Zeit, dass wir unsere Uniformen reparieren. Ja. Ein paar unserer Leute sehen bereits ziemlich zerlumpt aus. Nudes Schutzweste trug den Rückenschutz nicht mehr. Raucherpause? Das ist gut. Nee, danke. Einfach Witze gemacht. Ich rauche im Stream und in der Aufnahme nicht. Ganz schön stark. Naja, von jetzt an werde ich hier arbeiten. Ja. Naja, gut. Aber nicht so stark für uns. Ich will nicht weiter deine Zeit beanspruchen. Der Oberst hat dich zu sich beordert. Hey, dann Teddy, ich habe Sachen zu erledigen. Ihr macht eure Ausrüstung immer so schnell kaputt. Aber nichts, was ich nicht reparieren lasse. Onkel Tuckerriff! Onkel Tuckerriff! Was möchtest du denn fragen, Nastja? Onkel Tuckerriff, hast du eine Nähmaschine? Nein, habe ich nicht. Soll ich eine sorgen? Wie reparierst du denn dann die Anzüge?